Hey Leute, ich bin's, MacPaperick. Ja, mit der Zeit, da verdunkeln und verschmutzen die Fliesenfugen. Und gerade im Badezimmerbereich, da neigen auch Fliesenfugen Schimmel anzusetzen und auch besonders schnell zu verschmutzen. Damit denn so eine Verschimmelung hier nicht so schnell entstehen oder im besten Fall gar nicht entstehen, kann man die Fliesenfugen versiegeln. Und das kann man sehr gut mit einem ganz einfachen Hausmittel machen. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie man das macht. Bevor ihr jetzt eure Fliese versiegelt, beziehungsweise die Fliesenfuge versiegelt, ist es natürlich wichtig, dass diese sauber ist. Wie ihr eure Fliesenfugen richtig sauber und frei von Schimmel bekommt, das habe ich euch einmal unten im Beschreibungskasten verlinkt. Da gibt es zwei Videos schon von mir dazu, die könnt ihr euch vorab einmal anschauen, wenn eure Fliesen nicht sauber sind. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, dass man das mit einem Hausmittel ganz einfach selbst machen kann, und zwar mit Kerzenwachs. Ihr nehmt dazu einfach eine weiße Kerze und reibt diese dann hier in diese Fliesenfuge hinein. Einfach ein paar Mal hier hin und her gehen. Mehr ist es nicht, es geht sehr, sehr schnell und einfach. Das macht man an allen Fliesenfugen. Und dann merkt man auch schon, wenn man dann darüber streicht, dass das Ganze glatt ist und nicht mehr rau ist. Ja, und somit hat man jetzt hier eine Schutzschicht. Das heißt, die Fliesenfuge ist einmal vor eindringender Feuchtigkeit und Nässe geschützt und eben auch ja, vor Verschmutzung. Somit werden diese Fliesenfugen eben nicht so schnell dunkel und sie schimmeln eben auch nicht so schnell. Wie gesagt, ganz einfach mit Kerzenwachs ein bisschen hier so lang gehen und das war's dann schon. Ja, das mit dem Kerzenwachs ist eine wirklich sehr, sehr gute und vor allem günstige und auch nachhaltige Alternative, da ich ja ausschließlich so eine Reststücke dafür verwende. Ein paar Probleme habt ihr ja gesehen, dass ich hier in den Ecken so ein bisschen Schimmel hatte an der einen Stelle. Da bin ich dann halt nicht so gut mit dem Kerzenwachs rangekommen. Und dann fällt das halt erst auf, wenn es dann schimmelt. Aber da kann man dann einfach hier so eine kleine Spitze abbrechen und dann halt auch entsprechend besser in den Ecken damit arbeiten. Das werde ich zukünftig machen, damit ich dann hier im Badezimmer gar keinen Schimmel mehr habe, weil in anderen Stellen funktioniert das wunderbar. Da seht ihr das, da ist alles sauber. Ja, ich hoffe, dass dieser kleine Tipp euch gefallen hat. Probiert es mal aus, gebt mir doch nach oben. Hier könnt ihr mich für weitere Tipps und Anleitungen kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr noch mehr Videos zu solchen Themen. Ja, in diesem Sinne, bis dann, euer Mac Paperick.